So, ein neuer Tag in Chiang Mai. Die Sonne lacht wieder, das Wetter ist bestens. 30 Grad irgendwas. Und ich probiere es jetzt heute nochmal mit Kase Bikes. Die hatten ja gestern am Sonntag zu, heute ist Montag. Sollten eigentlich aufhaben. Da werde ich jetzt als erstes mal hinschauen und danach geht's zu einem Wasserfall, aber jetzt keine Niagara-Fälle. Alten kleiner, nennt sich Mäse Waterfall, der ist auf der Runde der Samoeng Loop und da kommt man unweigerlich dran vorbei. Ich habe den noch nie gesehen. Ich glaube, da muss man eh abbiegen, irgendwo reinfahren, was ich nie gemacht habe. Werde ich heute mal machen, schaue ich mir an. Viel Spaß bei diesem Video. Ja, dann geht's zum Lake Tao, da habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Das ist dieser kleine See, wo diese ganzen Elefanten und Affen. Oh, das ist eine. Oh, hier, look. Eine Seeschlange oder Seedrachen. Wo diese ganzen, ja, diese Strohgebilde rumstehen, die hier so Affen und Elefanten, da kann man dann hochklettern und Selfies oder halt Pictures, Bilder machen von sich selber, wenn man jemanden dabei hat. Und da kommt man dran vorbei, wenn man Richtung Norden fährt, da hat man hier diesen schönen Radweg. Ja, da ist man ein bisschen abseits von der Straße, der hört zwar dann irgendwann auf und man muss dann auf die Hauptstraße wechseln, aber bis dahin ist es ganz angenehm, ist nicht immer im besten Zustand und wird auch gerne mal von Joggern missbraucht oder sehr häufig, obwohl die eigentlich einen eigenen Running Path hier nebendran haben, aber naja, die wollen ja lieber auf dem Radweg laufen. Und ja, wie gesagt, ganz angenehm, wer Touren Richtung Norden plant, kann hier entlang fahren und ist ein bisschen abseits vom Verkehr. Ja, hier an dieser Brücke endet das Ganze dann unweigerlich. Moment, ich muss mal hier drüber jumpen, das ist eine Kante. Einfach. Das ist hier der Kanal, das ist die Brücke, da vorne geht es dann auf die Hauptstraße, hier geht es steil runter. Upsa. Ja, und hier ist dann nichts mehr, das führt, keine Ahnung, obwohl da kann man glaube ich auch noch weiterfahren. Zumindest geht da ein geteerter Weg, vielleicht muss ich das mal erforschen. Fragen bei der Explorers, anytime. Okay, ich gehe jetzt hier auf die Hauptstraße, aber wie man sieht, ist sie auch nicht sehr stark befahren. Hängt natürlich auch von der Uhrzeit ab, aber hier geht es eigentlich. Also hier hat man seine Ruhe. Hier breiter Streifen, relativ sicher, nicht so wie bei uns, wo man um sein Leben bangen muss. Okay, hier sind wir wieder zum zweiten Mal. Diesmal ist offen. Sehr gut. Dann schauen wir uns mal um, was es da für Schätze gibt. So, wieder draußen aus dem Shop. Leider nichts da, alles ausverkauft. Kein einziges Bike verfügbar. Sie wissen auch nicht wann. Das einzige, was hier rumstand, ist vom Team Thailand. Das ist schon benutzt bzw. gehört jemandem mit abgewetzten Sattel. Aber das wäre genau meine Größe gewesen. Fühlt sich sehr gut an und ist schön leicht auch. Wäre schon ein geiles Teil. Sind auch nicht teuer, so 13, 50 Euro.
Die würden sogar nach Deutschland versenden, kostet 260, 270 Euro, dann zahlst du ein bisschen Zoll. Aber da bleibst du immer noch unter 2000 und hast ein Top-Bike. Aber wie überall auf der Welt, alles weg, alles verkauft und sie wissen nicht, wann Nachschub kommt. Naja, kann man nichts machen, hat nicht sollen sein, dann fahren wir jetzt zum Wasserfall. So, hier vorne geht schon links rein. Da ist schon das Schild zum Wasserfall. Geradeaus geht es auf die Sommengloop. Ja, ein bisschen viel los heute. Ja, was heißt heute? Ja, immer viel los hier. So, jetzt schauen wir mal. Ah, die wollen bestimmt wieder Eintritt haben. Gucken, ob man da überhaupt mit dem Rad hinkommt. Also die Thais, die zahlen hier 20 Baht, Ausländer zahlen das Fünffache, 100 Baht. Schauen wir mal, ob wir da hinkommen, ob das geteert ist oder ob ich irgendwie laufen muss und schieben muss. Wir gucken mal. Ah, aha, da gibt es also anscheinend hier so einen Steg, wo man entlang des Flusses laufen kann, wie man hier sieht. Schaut sehr schön aus. Es scheint wohl hier parallel dann zur Straße zu gehen. Da geht eine Straße, die schaut schon mal geteert aus zum Wasserfall. Aber jetzt muss der Frankenfurter erstmal voll angehen, weil sonst gibt es ein Unglück. Ja, wie man sieht, asiatische Toiletten sind manchmal etwas anders wie die unseren. Also wenn man in die Mall geht, dann hat man europäischen Standard mit Toilettenpapier und so weiter. Aber normalerweise gibt es hier so eine Kelle oder einen Schlauch mit Druckwasser und dann wird der Rest hinten entfernt, was noch da ist. Und so funktioniert es hier und naja, das kennt ihr ja hier. Aber manchmal oder oft hat man natürlich auch eine Sitzgelegenheit, aber der Schlauch ist eigentlich Standard. Toilettenpapier ist hier eigentlich gar nicht verbreitet, wird nur wegen den Touristen gemacht, wegen den Europäern oder man hat halt diese Chefkelle. Nur, dass wir mal drüber gesprochen haben. Ah, ich glaube, da vorne ist er schon. Ich sehe was plätschern. Ist ja gar nicht so weit. Ich kenne das von Khao Lak. Da ist man teilweise zu Fuß über Trampelpfade, über Wurzeln und glatte Steine, nasse Steine drüber gestolpert und rumgerutscht, und bis man dann endlich mal ankam. Aber oh, da geht es auch noch weiter. Da geht eine Straße hoch. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Aber hier ist schon mal was. Ich weiß nicht, ob das der Wasserfall schon ist. Wir gucken uns mal die Schilder an. Ja, hier steht nur Parking Lot, Parking Lot, Parking Lot, Cafeteria. Oh, Vorsicht, du! Erzähl! Ja, da gibt es irgendwelchen Cafeterien und Parkplätzen. Da stand jetzt nichts mehr von Wasserfall. Ich denke mal, ja, vielleicht ist er das schon. Oh, meine Herren! Hier sind auch nochmal Schilder. Da kann man zu Fuß gehen. Das sind aber dieselben Schilder. Okay, habe ich mir jetzt etwas anders vorgestellt, aber gut, ich zeig's euch mal.
also der ganze Wasserfall. Also da habe ich echt schon bessere gesehen in Khao Lak. Richtig geile, die über Stufen, über 8-9 Stufen runtergingen, wo man dann Stufe für Stufe an der Seite hochklettern konnte. Also richtig hohe Teile, aber das hier, das ist ja, also das sehe ich ja zu Hause in Nürnberg an der Pegnitz schon. So, jetzt schauen wir noch zu der Brücke hier. Wir gucken uns jetzt mal alles an. Oh, hier ist ein Schmetterling. Hier war ein Schmetterling. Nicht sehr vertrauenserweckend hier diese Brücke. Knirscht und knackt. Es scheint wohl noch ein paar so Wasserfallstufen zu geben. Also vielleicht erwartet uns dann doch noch was sehenswert ist. Das scheint wohl die letzte gewesen zu sein. Weil hier war ein Schild, dass wohl noch mehr so Stufen kommen. Also gucken wir mal. Aber ich nehme die Straße, weil da hinten, da müsste ich jetzt durch den Dschungel irgendwie hatschen. Und ja, mit dem Fahrrad ist das ein bisschen schwierig. Also ich nehme die Straße. So, hier gibt es allerlei Zeugs zu kaufen oder zu verkaufen. Hinter mir scheinen wohl noch was zu sein, die Stufen. Da gehe ich gleich mal hoch. Das leibliche Wohl ist ja auch gesorgt natürlich. Okay, das ist dann nur der Parkplatz und die Shops. Ich drehe mal um und schaue mir mal an, was sich hinter der Treppe da verbirgt. Ja, okay, hier sieht man das Ganze. Das ist hier die Straße, die nach Samyang geht. Ich bin hier abgebogen und dann hier haben wir gezahlt. Ja, und jetzt bin ich hier die Straße entlang, die endet hier und der Rest ist eigentlich nur noch Fußweg. Ja, das wird jetzt lustig. Entweder ziehe ich die Rennradschuhe aus, um mir das alles anzugucken. Es wird aber dann schmerzhaft an den Füßen. Oder ich gehe mit Rennrad und Rennradschuhen. Ja, ich schaue es mir mal an. Mal gucken. Also da ist der Wasserfall, das sieht dann schon besser aus. Das ist auch mit so Stufen jetzt, so wie ich das kenne. Da kann man also auf verschiedene Plattformen dann hochsteigen. Das sieht man jetzt in der GoPro nicht so gut. Ich habe jetzt mal mit dem Handy eine kleine Aufnahme gemacht, dass man es besser sieht zum Ranzoomen, weil dafür ist die GoPro jetzt nicht so geeignet. Allerdings ist hier so ein Checkpoint. Der Typ hat schon argwöhnisch geguckt, wie ich mit dem Rad kam. Ich denke mal, für mich geht es hier nicht weiter mit dem Rad. Zu gefährlich, aber ich schaue mal, was er sagt. Ich probiere es mal. Ja? No? Ja. Also das Rad muss zurückbleiben, Frank Bödeler geht alleine und ruiniert sich seine Cleats. Die sind dann wahrscheinlich total blank nach dem Lauf. Aber ich könnte ja auch die Schuhe ausziehen. So, dann gucken wir uns das mal an. Wo geht's weiter? Entrance nach unten. Was ist das hier? Exit oder wie? Okay, let's go.
normalerweise wird es jetzt hier noch weiter hochgehen, aber es ist gesperrt. Also auch hier so ein Security Guide wieder mit seiner, in seiner Hütte. Ja, somit kann man also nicht ganz hoch. Schade, aber zumindest hat man ein bisschen was gesehen. Ich dachte schon, dass da unten wäre alles hier, das kleine Rennsal, aber ja, jetzt hat man doch noch ein bisschen mehr gesehen. Also hier ist der Hauptwasserfall. Und vielleicht schaut es oben sogar noch schöner aus, noch spektakulärer, aber naja, wenn man nicht darf, dann kann man nicht hoch. Okay, für mich geht es wieder zurück. Ich trinke vielleicht noch unten einen Kaffee und dann geht es wieder Richtung Heimat. So, das war's hier vom Mäse Waterfall. War ganz lustig. Schade, dass man nicht ganz hoch konnte, aber so ist es halt manchmal. Aber ich habe trotzdem den vollen Preis bezahlt, obwohl ich nur die Hälfte sehen durfte. Aber das ist ja völlig egal. Hier sitzen sie auf dem Pickup wieder hier zu 10. Teil Logistics. Ja, ich verabschiede mich schon mal. Ich fahre jetzt wieder Richtung Chiang Mai, suche mir was zu essen. Ich krieg langsam Hunger. Und vielleicht schaue ich noch zu dem einen oder anderen Radshop. Mal gucken, wie ich dann noch lustig und launig bin. Ansonsten war es das hier von meiner Seite. Ich hoffe, es hat soweit gefallen. Ich sage ciao, ciao, gebt mir einen Daumen, teilt das Video, schreibt einen Kommentar. Kennt es jemand hier? War hier schon mal jemand? War überhaupt schon mal jemand hier in Chiang Mai? Das bezweifle ich nämlich ganz stark. Die typischen Thailand-Touristen, die fahren immer nach Phuket oder Khao Lak, aber nach Chiang Mai, da kommt keiner. Da kommen nur die Radfahrer und die Veganer. Okay, schreibt es mir in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Video wieder hier aus Thailand. Bis dahin. Ciao, ciao.